4 Tricks, mit denen du schläfst wie ein Baby. Bekommst du einmal nicht ausreichend Schlaf, dann war's das. Du bist von allem genervt, die Arbeit zieht sich hin und die Zukunft sieht düster aus. Viel Stress, Hypodynamie, Stunden vor dem Computer. All das lässt unsere Rückenmuskulatur versteifen und verhindert, dass wir uns vor dem Schlafen ausreichend entspannen. Deshalb drehen und wenden wir uns stundenlang herum, bevor wir in einen nur seichten und viel zu aufgewühlten Schlaf fallen. Aber damit ist es vorbei. Hier kommen ein paar einfache, aber effektive Tricks, mit denen du deine Rückenmuskeln entspannen kannst, damit du schnell einschläfst. Du kannst sie ganz einfach umsetzen, während du im Bett liegst, und sie sind für Menschen jedes Fitnesslevels machbar. Denk dran, dass du für einen festen und gesunden Schlaf alle 4 Übungen absolvieren musst. Erstens, die windlösende Stellung. Die Pavan Muktasana oder windlösende Stellung entlastet das gesamte Rückgrat, besonders das Steißbein und die Schenkel innerhalb einer Minute. Außerdem reguliert diese Yoga-Pose die Aktivität des Darms, wie dir ihr Name schon verrät. Daher ist es besonders sinnvoll, sie morgens auszuführen. Was du tun musst: Lege dich auf den Rücken und entspanne dich. Ziehe deine Beine zum Oberkörper. Strecke deine Hände beim Einatmen nach vorne und umarme deine Knie. Drücke deine Beine beim Ausatmen fest an deinen Bauch. Atme tief weiter, während du dich auf die Arbeit deines Zwerchfells konzentrierst. Beim erneuten Einatmen bewege deine Beine von deinem Oberkörper weg und ziehe sie beim Ausatmen wieder heran. Halte diese Position jeweils 8 bis 10 Atemzüge, ungefähr eine Minute. Zweitens, Füße an die Wand. Mit dieser Position ruhst du deine Arme und deinen Rücken aus, befreist den Brustkorb und sättigst deine Lungen mit Sauerstoff, bevor du dich schlafen legst. Was du tun musst: Platziere ein gefaltetes Kissen an der Wand oder am Ende des Bettes. Lege dich darauf und drücke dein Gesäß an die Wand oder an das Ende des Bettes. Hebe deine Beine der Wand entlang nach oben. Strecke die Arme zu den Seiten und versuche deine Brust zu befreien. Entspanne und atme ruhig. Bleibe 1 bis 2 Minuten lang in dieser Stellung und senke die Beine dann ab. Drittens, Wellenübungen. Wellenübungen gestatten es dir, deinen Rücken noch mehr zu entspannen. Sie dringen tief ins Innere der Rückenmuskulatur vor, bis weit unter die Oberfläche. Die Übung besteht aus 2 Stufen. Stufe 1. Lege dich auf den Rücken und platziere kleine gerollte Handtücher unter deiner Hüfte und deinen Nacken. Lass deine Füße seitwärts hin und her gleiten, während du so entspannt wie möglich bleibst. Drehe gleichzeitig deinen Kopf hin und her, ohne deinen Nacken oder deinen Rücken zu strapazieren. Die Bewegungen können parallel oder entgegengesetzt erfolgen, so wie es am angenehmsten für dich ist. Versuche dich völlig zu entspannen und die Welle der Vibration entlang deines Rückgrates zu fühlen. Mache diese Übung eine Minute lang. Stufe 2. Lege dich auf den Bauch, die Arme zu den Seiten ausgestreckt und die Zehen entspannt auf dem Bett. Platziere ein Kissen oder ein Handtuch unter deiner Stirn. Bewege deine Füße seitwärts hin und her und spüre die Wellen, die durch deinen entspannten Körper wandern. Führe diese Bewegung eine Minute lang aus. Viertens, Shavasana. Wenn du diese Übung vor dem Schlafen ordentlich ausführst, wirst du problemlos einschlafen. Was du tun musst: Lege dich auf den Rücken und spreize leicht die Beine. Lege deine Hände mit den Handflächen nach oben neben dir ab. Platziere ein gefaltetes Handtuch oder den Rand eines Kissens unter deinem Kopf und Nacken. Entspanne deinen Körper Stück für Stück von unten nach oben, angefangen bei deinen Zehen bis hin zu deinem Oberkopf. Absolviere 20 Atemzyklen und verlängere dabei immer weiter das Ein- und Ausatmen, bevor du schließlich aufhörst, die Atmung zu kontrollieren und so atmest, wie du willst. Beobachte, wie deine Gedanken scheinbar vorbeiziehen, aber versuche, dich nicht darauf zu konzentrieren. Du wirst fühlen, wie die Welt um dich herum versinkt und dein ganzer Körper so entspannt, wie nur irgend möglich ist. Jetzt ist die richtige Zeit, unter die Bettdecke zu kriechen und einzuschlafen. Kennst du noch mehr Tricks, um schneller einzuschlafen? Teile sie in den Kommentaren mit uns. Vergiss nicht, auf Gefällt mir zu klicken und unseren Kanal zu abonnieren, wenn du auf der Sonnenseite des Lebens bleiben möchtest.